So, jetzt gehen wir nochmal in eine Balkonkategorie. H mit Sichtbehinderung. Hier mit der Variante das Bett direkt an der Balkontür. Hier sieht man auch deutlich die eingeschränkte Sicht, bedingt durch die Befestigungs- und Halterungsarme der Tenderboote hier auf der Mein Schiff 6. Ansonsten ist der Balkon aber genauso groß wie in jeder anderen Balkonkategorie hier an Bord, bietet Platz für zwei Stühle und entsprechend für einen Tisch. Hier auch mal einen Blick aus dem Sitz hier, aus dem Stuhl. Hier sieht man also eindeutig, inwieweit die Sichtbehinderung also greifen kann, wenn man eine Kategorie H wählt auf der Mein Schiff 6, wie eben auch auf den anderen Schiffen der Mein Schiff 6 der gleichen Bauart, ist das hier die Sichtbehinderung. So, hier dann auch die Möglichkeit zu dritt auf der Kabine zu schlafen. Hier lässt sich die Schlafcouch entsprechend auch wieder umstellen für eine dritte Schlafgelegenheit. Die Kabine bietet genauso viel Stauraum wie jede andere Kabine auch. Genauso auch die Wasch- und Duschmöglichkeit hier. Die ist hier überall identisch auf den Kabinen. Eine ordentlich große Duschkabine. Ich selbst bin über 1,80 Meter und habe noch locker 20 cm Platz bis zur Decke. Ausreichend Stauraum. Sehr schön auch gestaltet.